Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Frostprank. Mein Name ist Mark Smile und ich begrüße euch ganz herzlich hier in eine neue Aufnahmesession. Und wie ihr seht, unsere Stadt gedeiht wirklich hervorragend und unsere Verletzten auch. Wir haben leider diesen schweren Unfall gehabt in Behandlung. Wir können eins machen, das Schiff ist schon bereits leider hier unterwegs. Können wir doch nichts machen. Wir hätten eigentlich noch mehr Ingenieure bestellt, ja. Um die Zeltlager natürlich voll auslasten zu können. Hier zum Beispiel, hier fehlen noch welche Cook-Arbeiter, Patienten. Wir könnten hier noch... ich wüsste aber nicht, ob ich hier in der Forschung jetzt was wegnehmen soll. Weil die Forschung muss ja weitergehen. So, Rohstoffe. Seht ihr, dann haben wir ein großes Rohstoffdepot. Dampfsägewerk und Holzkohlenmeiler. Den können wir mal nehmen. Ermöglicht den Bau von Holzkohlenmeiler. Holzkohlenmeiler. Erzeugt enorme Hitze und verkohlt bis zu 70 Holz pro Standardarbeitstag. Liefert 240 Kohle. Oh, den können wir noch erforschen. 240 Kohle, das wäre fast. Uns fehlt das Eisen. Das wäre nämlich so viel wie, lass mich mal überlegen, der verbraucht am Tag, siehst du? Ah, jetzt ist er im Moment aus, aber etwa 250 wird er so im Tag verbrauchen. Das könnten wir da mit dem Kohlemeiler sehr gut hinbekommen. Aber wohin denn damit? Ja. Mal sehen. Ingenieure entbehren. Wo denn? Das ist eine gute Frage. Wo arbeiten überall Ingenieure? Also hier in den Gaststätten und so habe ich jetzt keine mehr gesehen. Kirchen auch nicht. Da ist auch nichts. Hier? Nee, da ist auch keiner mehr drin. Es sind einfach zu wenig Ingenieure. Wir brauchen mehr Ingenieure. Einige Owner sind erkrankt, nachdem sie mit einer verwesenen Leiche in Berührung gekommen sind. Ah, das hier. Stimmt, das Gesetz müssen wir noch erlassen, dass die Leichen wieder in die Heimat transportiert werden. Ne? Okay, wie viel Lager haben wir jetzt hier? Also wir haben das Essenslager, dann machen wir hier das Lager draus und das fehlen uns noch zwei Lager. Ah, Materiale fehlen überall. Ja, Rohstoffe, warte mal, Rohstoffe. So, Rohstoffdepot. Da können wir noch eins hinstellen und das war's. Da müssen wir noch mal abwarten. Wir müssen bis zum 25. liefern, ey. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Die sind voll am Malochen dran, doch. Nicht genug Dampftauscher. Kosten 5 Dampftauscher ablegen jetzt seit 2 Tagen. Verwendet Dampftauscher, um die Arbeit am Generator sofort um 10% voranzutreiben. Wie viel Dampftauscher können wir noch herstellen? 7. Wir haben schon 3. Ja, 6 Bauprofile, um die Baustelle etwas sicherer zu machen. Neue Gesetz, Bauprofile sind uns ausgegangen, ja. Ich sehe es. Daher immer mit der Ruhe. Die Baustelle ist tödlich. Ach Gott, ey, wenn die tödlich sein sollen, das ist auch tödlich, dann müssen wir ja überall Standards her. Die sind sogar hier im Streik jetzt hier. Bessere Arbeitsbedingungen kriegt ihr von mir. Komm. Travel abgenommen. Oh, wir haben nochmal 18 Mitarbeiter bekommen. Sehr gut. Jetzt können wir mal gucken, wo wir die einsetzen. Was denn jetzt? 12 Einwohner wurden zum amputierten Ort. Feuer durch Werkzeugversagen. Sir, ein Werkzeug wurde falsch eingesetzt, wodurch ein Feuer auf der Baustelle ausgebrochen ist. Es gab keine Toten und das Feuer wurde gelöscht.
es sich ausbreiten könnte. Einige von ihnen wurden dabei jedoch von den entstandenen Dämpfen vergiftet. Dieser Unfall ist passiert, weil die Arbeitssicherheit des Gebäudes Turmpumpen gefährlich ist. Okay. Ja, wir sind doch dabei, das zu verbessern. Okay. Bessere Arbeitsbedingungen. Kein Problem. Haben wir doch gemacht, ne? Bessere Arbeitsbedingungen. Sind wir dran. Okay. In dem ganzen Bereich haben wir schon ein bisschen bessere Arbeitsbedingungen jetzt drin. Ich hoffe, wir schaffen das. Ich hoffe. Um 15 Uhr. Macht weiter. Ihr könnt jetzt nicht streiken, Herr. Das ist jetzt. Oh, du wurdest gefeuert. Ja, wir haben es nicht geschafft, liebe Leute. Wir haben es leider nicht geschafft. Gut. Ich habe mein Bestes getan. Wir können noch mal laden, weil wir haben ja. Aha, ja, warte mal, Szenario, Auswahl, Spielen, Laden. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier war oder doch woanders. Aber ich denke, gestern habe ich noch hier gespeichert. So. Ja, wir sind an derselben Stelle. Pass mal auf jetzt. Wir haben nur noch bis zum 25. Zeit. Und das hier kann das ist vollkommen egal. Das Wichtige ist das hier. Bauprofile. Wir brauchen Bauprofile. Stell doch mal Bauprofile, bis ihr herkommt, liebe Leute. Und Dings brauchen wir noch. Dampfkessel. Schlag mich tot. Boah, es ist fast unrealisierbar, weil wir sind schon am 25. Wie soll ich denn das jetzt noch schaffen? Ah, Mann. Die Baustelle ist erstmal aus. Und die andere, die 55%. Okay, was schätzt ihr, wie viele Tage die noch brauchen? Untätige Arbeiter. 221. Insgesamt. Die Baustelle ist echt gefährlich. Was soll man denn da machen jetzt hier? Wenn man jetzt hier. Das Projekt kriegst du ja nicht mal eben so geregelt, ne? Und hier ist auch nichts, was du da irgendwie dazu. Kaufen könntest, damit das dann irgendwie besser läuft, ne? Nee, überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Was ist eigentlich, wenn ich. Das Problem, ich bin schon zu spät dran. Ich sehe schon. Ich sehe es, das ist einfach zu spät. Das ist Wahnsinn, das. Du darfst nicht in Verzug kommen. Du darfst einfach nicht in Verzug kommen. Oh Mann. Das waren die hier. Fertigstellen in 20 Stunden. Um 15 Uhr müssen wir fertig sein. Um 15 Uhr. Wenn wir das brauchen, um leichter schützende Gebäude am Arbeitsplatz zu bauen und Sicherheit für 24 Stunden um. Verzögert das irgendwas?
Die sind in den Streik. Ich muss darüber nachdenken. Gib mal Gas. Oh nee. Hier. Geht an die Arbeit. Geht an die Arbeit, bitte. 19 Stunden. Wir schaffen das nicht. Nein, nein, nein. Wir schaffen das nicht. Mir hat doch nur eine gefehlt, eine einzige. Warte mal, was haben wir denn im Safe-Spielmodus? Schon den 26. Nein. Wir müssen das hier nehmen. Gehen uns 4 Stunden flöten an Arbeitszeit. Weil alles andere ist zwecklos. Wir können die auch nicht irgendwie antreiben oder sonst was. Länger zu arbeiten, das bringt das ja auch nicht. Weil genau. Ja, guck mal, am Frist. Etwa 4 Tage Verzug. Vielleicht schaffen wir es ja. Vielleicht kriegen wir ja irgendwas in. Okay. Ah, was ist denn? Feuer im Schacht, das war klar. Weitermachen, weiter, weiter. 50 Mann brauchen wir. Wir dürfen nicht verzögern. Ich weiß nicht, ob ich das versäumt habe oder. I don't know. Aber ich glaube, wir schaffen es nicht. Wir sind gefeuert, ja. Das war's, das war's. Also, Spiel laden. Leider müssen wir wieder von hier anfangen. Vor dem ersten Strike. Weil, sieht ja schon mal vielversprechend aus. So, okay. Generatorkonstruktion. Wir müssen diese Generatorkonstruktion hinbauen. Dafür brauchen wir Profile. Auf, gib mir mehr Arbeiter darüber. Ah, ich brauche erstmal Profile. Bauprofile und Schiff ist unterwegs hierher. Ja, liebe Leute, es ist leider so, dass deswegen das Spiel ist sehr, sehr hart, ey. Sehr, sehr hart, wirklich. Extrem hart. Also hier, zum Beispiel das hier, kann man abbauen. Und dann haben wir hier, da lassen wir noch die Mitarbeiter dran. Da sollen die noch ein bisschen arbeiten. Verbot des Verdammnis. Okay. Innovation. Ach, das habe ich schon gelesen, das kenne ich schon. Das mit den Krähen in der Luft, mit den Eulen. Und wir haben noch unsere 2 Teams, das ist schon mal was wenigstens. Okay. Das hier kann auch weg. Genau. Und da machen wir hier Kohleplatz draus. Das ist der Kohleplatz. Und dann hier ist ein Eisenplatz. Und hier kommt der Fischerhafen. Und das ist unser... Nein. Holzplatz. Genau, Holzhafen. Hier kommt noch ein Hafen hin. Das ist der Kohlehafen. Und das ist unser... Eigentlich können wir das so stehen jetzt. Ich werde jetzt auch nicht so große Veränderungen wie jetzt letztes Mal machen. Für mich ist wichtiger, dass ich diese Bauprofile bekomme, damit ich dann schnellstmöglich diesen Generator hinbauen kann. Na? Das ist jetzt 240. Die
Ingenieure sind schwer am Arbeiten. Verlangt habe ich hier alles. Mal gucken, was die machen, die Leute. Die bauen erstmal jetzt die Hafenanlagen ab. Und wir forschen weiter. Einmal rundherum haben wir ja schon mal eigentlich jetzt hier. Sehr gut. Holz wird geschnitten. Schnitzt Gemitzki, würde ich sagen. So, da wartet jemand auf uns. Warte mal. Die wollen erstmal was? Sicherheitsbedenken. Ich werde die Sicherheit verbessern. Okay. Kurze Schichten, Arzneiausgabe, Sicherheitsvorkehrungen. Wir nehmen die Sicherheitsvorkehrungen, ne? Ich denke mal, damit sind wir auch letztens gut gefahren. Okay. Na, baut schon die Dinger ab. Was macht ihr denn? Okay. Wir haben die, oder? Haben wir da? Nein, noch nicht. Wir brauchen noch 8 Bauprofile. 8 Stück. Auf. Und dann brauchen wir jede Menge Mitarbeiter. Also wir gehen mal darüber. Weitermachen. Und in die Richtung. Hier, was haben wir denn da? Entsendete Weltbeuter. Vertrauen. Okay, geschlossene Taverne. Die kennen wir von den Franzosen. Da haben wir unser Spiel. Weltbeuter-Einheit 4. Okay, sehr gut. Was machen die denn eigentlich? Verstehe ich gar nicht hier. Kein Rebuturkrank. Ach, das ist unsere Holzfällerfirma. Firma, sage ich hier. Sägewerk. Sägewerk trägt da alles weg. Okay, beunruhigender Vater. Sir hat einen Arbeitsbrief von einer Frau erhalten, in dem geschrieben steht, dass eine seiner Töchter schwer krank geworden ist. Schlechte Neuigkeiten, wie diese können die Mannschaften beeinflussen. Sollen wir den Abschnitt, der sich mit seiner kranken Tochter befasst, zensieren? Nein, wenn die Unzufriedenheit etwas steigt, ist nicht so. Ist nicht so schlimm, aber siehste, hat keine Auswirkung. Auf mich persönlich. So. Ein direkter Weg wäre gut. Steht schon mal fest, das geht leider nicht. Okay. Wir haben die Straßen verbunden. Jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt genug Bauprofile haben für unsere Konstruktion. 7, 8, da. Sehr gut. Und jetzt brauchen wir die Mitarbeiter dazu. 15 gehen schon mal ran. Plus die Sicherheit. Und wir brauchen gleich mal hier 25, da habe ich niemanden. Wenn noch welche kommen, dann schicken wir die da rein. Ne? Schiff sollte bald hier eintreffen. Wir sind nämlich im Verzug. Wir müssen am 16. in 2 Tagen muss diese Konstruktion fertig sein. In 2 Tagen, liebe Leute. Oh, wir können hier von der Baustelle habe ich schon gar keine mehr da. Aber hier habe ich da welche. Ich nehme mal alle 15 weg. Genau. Oh,
Okay. Die Schicht ist zu Ende. Nahrung, das haben wir alles. Wir können bald in die zweite Stufe hineingehen. Okay, die zweite Stufe ist gut in Sicht. Wie können wir denn die Schichten verlängern? Zurück, Ingenieure, Faustkämpfe, Beerdigung vor Ort, radikale Behandlung, Haferschleim, überfülltes Quartier, komfortabel. Und was haben wir denn hier? Abendgottesdienst. Kapelle, jeder Einsatz steigert die Motivation. Wie war denn das? Überschichten hier, Überstunden, irgendwas. Kurze Schichten, Arzneiausgabe, Arbeitsstandardisierung. Nein, Ausrüstung nach Feierabend. Die Unzufriedenheit steigt dauerhaft. Oh. Aber es steigert ein bisschen das Ding. 45%. Wir müssen einholen, wir müssen die schnelle Tempo geben. Oh, ja, 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 ja. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen werden. Und die Kohle geht uns aus. Wir haben doch hier am Hafen gesagt, den Hafen abbauen. Wann ihr das machen wollt, weiß ich nicht, aber die bauen wahrscheinlich erstmal den Hafen ab. Gut, dann haben wir nämlich hier unseren Holzhafen. Ohne Mitarbeiter. Wir brauchen so viele Mitarbeiter und wir kriegen da immer nur 10 Stücke. Ich weiß gar nicht warum. Okay, warte mal. Weitermachen. Jetzt weiter hier, Bergsee. Ich finde ja, aktuell ist ja ausgeschaltet, von daher. Außer Betrieb im Moment. Ich habe meine ganze Einsatzkräfte da erforscht. Rohstoffe nehmen. Und weiter geht's zur nächsten Baustelle. Und da geht's zur nächsten Baustelle. Jawohl. Oh, liebe Leute. Die Folge wollen wir nicht zu länger machen. Also, bis zur nächsten Folge.